Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Diese Aktuelle Stunde widmet sich dem Digitalgipfel, bei dem kommende Woche die Bundesregierung der Industrie ihre Strategien zur künstlichen Intelligenz und zur Umsetzung der digitalen Agenda präsentiert. Für die Zivilgesellschaft gibt es einen solchen Gipfel nicht. Digitalisierung betrachtet die Bundesregierung primär aus der Sicht der Wirtschaft. Und weil die Zivilgesellschaft kaum Beteiligungsmöglichkeiten bekommt, kann sie ihre Perspektive auch nicht einbringen. Und die Folge ist das Fehlen einer klaren Gemeinwohlorientierung. Das größte Problem ist allerdings, dass der Strategie der Bundesrepublik keine Vision zugrunde liegt, welche Art digitaler Gesellschaft sie eigentlich damit erreichen möchte. Genau genommen fehlt selbst die Strategie. Man muss nicht wie ich jahrelang Strategieberaterin gewesen sein, um zu wissen, dass ein Papier nicht dadurch zur Strategie wird, dass jemand obendrauf Strategie schreibt. Was uns als Umsetzungsstrategie der digitalen Agenda vorgelegt worden ist, grenzt an intellektuelle Beleidigung. Kein roter Faden verbindet die Themenfelder, keine Systematik strukturiert ihren Inhalt, den Schlagwörter und Allgemeinplätze prägen. Inhalte wie Netzneutralität, Open Access oder Governance-Strukturen fehlen. Dafür gibt es 22 Mal Blockchain, 40 Mal künstliche Intelligenz und 56 Mal den besonders nichtssagenden Begriff Cyber. Man kommt sich langsam auch schon vor wie im Film und täglich grüßt das Murmeltier. Wenn mal wieder große Ziele verkündet werden, die sich inzwischen anhören, wie die 30. Ankündigung der Eröffnung des BER-Flughafens, man kann sie einfach nicht mehr glauben. Bis vor 10 Jahren war ich viele Jahre Unternehmensberaterin mit Schwerpunkt E-Government. Ich war begeistert, als im Jahr 2000, dem Geburtsjahr meines Sohnes, die Bundesregierung beschloss, bis 2005 alle internetfähigen Dienstleistungen der Bundesverwaltung online zu stellen. 2004, mein Sohn war inzwischen 4 Jahre alt, stieß ich bei der Bundesagentur für Arbeit das Vorhaben Kindergeld online an, dessen erste Stufe noch im Ausfüllen eines Online-Formulares, Ausdrucken, Unterschreiben und Brief abschicken bestand. Die zweite Stufe sollte papierlos sein. Mein Sohn ist inzwischen volljährig. Kindergeld online erfordert immer noch einen Brief mit Ausdruck, Unterschrift und so weiter. Das ist der Fortschritt von 18 Jahren. Man nannte uns früher Land der Ideen, jetzt nennt uns der Spiegel in seiner aktuellen Ausgabe das Land der Wartemarken. Andere nennen uns Land der Funklöcher, der Kupferkabel und der Bildung, die in der Kreidezeit stecken geblieben ist. Apropos Funklöcher. Im Beirat der Bundesnetzagentur, dem ich angehöre, haben wir am Montag die Forderung verabschiedet, die Bundesregierung möge gemeinsam mit der Bundesnetzagentur, Bundesrat und Bundestag ein Gesamtkonzept zum Mobilfunknetzausbau erarbeiten. Das gibt es nämlich auch noch nicht. Und weil es keins gibt, kommt auch kein nationales Roaming für 5G, also die Möglichkeit, dort, wo mein Telekom-Anbieter kein Netz hat, das Netz eines anderen Anbieters zu nutzen. Und weil es auch früher keine Strategie dafür gab, sollen die Auflagen der Bundesnetzagentur für die 5G-Lizenzversteigerung Funklöcher im 4G-Flickenteppich stopfen. Die Bundesregierung erklärt, Deutschland zum Leitmarkt für 5G machen zu wollen, aber nennt, wie die Bundesnetzagentur, in ihren 5G-Versteigerungskriterien nicht ein einziges Ziel, bis wann und wo sie eine 5G-Versorgung erreichen will. Mit dieser Nicht-Strategie wird die Bundesregierung Deutschland genauso zum 5G-Leitmarkt machen, wie sie das beim Glasfaserausbau geschafft hat, also gar nicht. Sie ist gut darin, Papier mit Buzzwords vollzuschreiben und Gremien zu gründen, aber kurzsichtig in der Planung und frei von Visionen. So werden brennende soziale Fragen unzureichend oder gar nicht adressiert. Gestern Abend erzählte mir ein Vorstandsmitglied eines Industrieunternehmens, dass er 3.800 Gabelstapler entlassen muss, weil zur Industrie 4.0, dem Vorzeige-Innovationsbereich Deutschlands, eben auch autonome Gabelstapler gehören. Laut Bundesagentur für Arbeit gibt es zurzeit 68.000 GabelstaplerfahrerInnen in Deutschland, die das gleiche Schicksal erwartet. 800.000 BerufskraftfahrerInnen kommen eines Tages dazu, weil autonome Autos sie ersetzen. Was tut die Bundesregierung, um sich diesen Folgen der Digitalisierung zu stellen? Plant sie ein Pilotprojekt für ein bedingungsloses Grundeinkommen? Ja oder nein? Wüsste ich gerne mal. Traurig, traurig.
Denkt sie über eine grundlegende Bildungsreform nach für echtes lebenslanges Lernen? Wie will sie Menschen die Zukunftsangst nehmen? Und sie werden kaum leugnen, dass die vorhanden ist. Ich frage mich, woran es liegt, dass diese Themen ignoriert werden. An der Orientierung, an kurzfristigen Umfragen, an mangelnder Kompetenz, an fehlendem Weitblick, an allem zusammen. Ich weiß es nicht. Beim Digitalgipfel wird das alles jedenfalls auch wieder nicht passieren. Es wird Dialoge geben. Uns als Linksfraktion reicht das nicht. Im Übrigen bin ich der Auffassung, dass Informationen zu Schwangerschaftsabbrüchen nicht ins Strafrecht gehören. Paragraph 219a gehört endlich abgeschafft. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Dieter Janicek von Bündnis 90 Die Grünen.